Der Ruf Willi Willi, das war der Weckruf quasi für die Partnerschaft zwischen Erlangen und Jena. Man kann natürlich überall hinfahren, auf der ganzen Welt, aber wenn man in die Partnerstadt kommt, ist man halt kein Fremder. Das waren von vornherein sehr herzliche Beziehungen. Das war nicht normal. Das Private, das merke ich immer wieder. Geschlossene Ehen und diese Vereine, die da immer wieder austauschen. Also ich habe das immer so gesagt, eigentlich sind es Zwillingsstädte, allein schon von der Geografie her. Eine Städtepartnerschaft lebt nur dann, wenn sie nicht zwischen Rathaus und Rathaus passiert. Dass Menschen wirklich sich kennenlernen, Vertrauen zueinander finden und Freunde werden. Es geht um Partnerschaft und nicht um Patenschaft. Es müsste so weitergehen, wie es bisher gelaufen ist. Also da sind die vielfach gescholtenen, blühenden Landschaften wirklich Wirklichkeit geworden. Ich habe noch 8 Jahre, nachdem ich in Erlangen angefangen war, in der Evaluation einen Kommentar bekommen, ich hätte lieber einen Dozenten, der norddeutsches Deutsch spricht und nicht sächsisch. Ich finde, es ist halt immer schön, wenn man so von anderen Städten oder Leute kennenlernt und es ein bisschen intensiver betrachten kann. Man kann es wirklich so sagen, wir sind einander uns ans Herz gewachsen. Ja, 1970, das war das Jahr, in dem hinter einem Fenster in Erfurt der Willy Brandt aufgetaucht ist, dann aufgemacht und rausgewunken und begeistert empfangen worden ist mit Willy, 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 Willy. Das hat mich so gerissen, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, das gibt's doch nicht, dass wir hier nicht irgendwie zusammen können, dass das jetzt dann alles wieder vorbei sein soll. Und dann bin ich auf den Gedanken gekommen, es wäre doch eigentlich gut, jetzt mal von unten zu versuchen, eine Verbindung aufzubauen. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, hat mich Jena als Stadt und auch die Menschen, soweit man jetzt, für mich waren die Funktionäre auch immer, waren und bleiben immer Menschen, mit denen es lohnt und wichtig ist, offen und ehrlich zu sprechen, haben mir irgendwie imponiert. Ich war mir bewusst, dass der Vertrag nicht nun genau das ist, was wir uns eigentlich von Anfang an vorgestellt haben und wollten. Die Bürgerpartnerschaft, also angelegt auf die Breite der Menschen. Aber ich habe Verständnis für die andere Seite gehabt, dass die haben auf dieses Wort, ja, haben die eigenartig allergisch reagiert, die Bürgerpartnerschaften. Nein, es wollen bestimmte Organisationen sein und so weiter. Und ich habe das feste Vertrauen gehabt, wir werden versuchen, fair, aber auch geschickt, ja, daraus das Beste zu machen. Und 1989 haben wir zu zweit, also die Initiative ging von einem Kommilitonen aus, der sagte, wir probieren das einfach mal, ob wir eine Verbindung zu einer Seminargruppe, natürlich auch Physiker in Erlangen aufnehmen. Und da sind wir zum FDJ-Sekretär, also zum Kreissekretär, gelaufen. Der hat sich eine Dreiviertelstunde mit uns unterhalten. War ein nettes Gespräch. Dann hat er aber gesagt, er wäre dann nicht zuständig. Er hat uns weiter verwiesen. Der nächste hat uns auch weiter verwiesen. Wir haben 6 oder 8 Leute abgeklappert. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, es war die Parteisekretärin von Jena dabei. Und als wir dann nach dieser Kette von Besuchen wieder an der Ursprungsstelle angekommen sind, also wieder an den FDJ-Sekretär verwiesen wurden, da haben wir es dann aufgegeben. Also sozusagen, wir haben das vor der Wende nicht geschafft, nach Erlangen zu kommen. Es war etwas erwartet, so. Aber das war sozusagen meine erste Verbindung zu dieser Städtepartnerschaft. Das war eine unvergessliche Zeit. Angefangen von den Trabi-Kolonnen bis hin einfach zu den
unglaublich offenen und vertrauensvollen Menschen. Die kamen wirklich mit der Erwartung, ja, und die wurde ja auch nicht enttäuscht. Wir kommen hier zu Freunden und wir sind hier willkommen. Und das war ungemein bewegend und das werde ich nie vergessen, die vielen Gespräche. Natürlich nicht mehr in aller Einzelheit, aber die Freude, die man da sehen konnte in den Augen und im Gespräch dann auch spürte. Genauso aber auch von unserer Seite, die Bereitschaft, dann Gäste aufzunehmen und ihnen die Stadt zu zeigen und in Kontakt zu treten. Das war bewegend und ist auch noch so ein Antrieb, den ich immer noch intus habe. Wenn man das einmal mitgemacht hat, dann verlässt einen das nie mehr. Mich hat es geschüttelt. So schnell haben wir es nicht gedacht. Die Freude war groß. Wir sind gleich eine Woche nach Jena gefahren, noch mit Ausweis zeigen und so. Das war dann endlich mein Bruder, der drüben die ganze Zeit drüben geblieben ist. Und wir haben das nicht innerlich begriffen, weil wir es oft gesehen haben und so. Aber dann kommen und gehen und er gleich mit rüber gefahren, das hat man nicht gedacht. Und dann war ja hier in Erlangen wirklich, da war ja was los. Da kamen die ganzen Jenenser an und die wussten ja von der Partnerschaft. Dann kamen viele an. Wir haben also fortlaufend irgendwie in unserem Wohnzimmer irgendwie Übernachtungsbesuch von Leuten, die wir gar nicht kannten. Da war dann hier eben auch so eine Übernachtungsbörse für Leute, die eben keine Freunde hatten. Das war eine Riesenfreude, Unglaube, Freude. Ja, das war ganz konkret im Dezember. Da wollten wir mit dem Intercity, also mit dem Frühzug, der von Berlin nach München fuhr, 6 Uhr ab Saalbahnhof, da wollten der Orchestervorstand und ich, wir wollten mitfahren. Und der Zug fuhr voll besetzt rein. Und unsere Soloflötistin, die in Berlin zu Hause ist, die guckt aus dem Fenster und sagt, hier ist kein Platz mehr. Und da sind wir mit dem Trabi des Orchestervorstandsmitglieds, sind wir dann über den Thüringer Wald. Wir dachten gar nicht, wir kommen weit, weil da sicher Andrang war. Aber wir sind richtig gut angekommen in Erlangen. Und als ich dort in den Landschaft reinkam und dann die Burgen sah und die Schlösser, da dachte ich, das kennst ja du seit Kindheitstagen aus den blauen Büchern. Ja, und in Erlangen war der Riesenandrang, weil Bayern Zusatzgeld auszahlte. Wir sind nach Erlangen gefahren und ich habe das wie heute noch alles ganz genau vor Augen. Also man fährt nach Erlangen, um einen Oberbürgermeister zu treffen. Die Oberbürgermeister in der DDR waren relativ unnahbar, irgendwie von ihren Leuten umgeben. Da konnte man nicht einfach mal in die Sprechzeit kommen. Und meine Vorstellungen von einem westlichen Oberbürgermeister waren geradezu märchenhaft. Ich dachte, der kommt in einer gepanzerten Limousine mit Bodyguards und so. Und dann standen wir in Erlangen vor dem Hotel Frankenhof und warteten auf Dietmar Hallweg. Und von Ferne sah ich schon einen Mann mit dem Fahrrad angeradelt kommen. Der winkte dann auch noch. Und dann sagt unser Begleiter, das war der Gabriel Lisiecki, ja, da kommt der Oberbürgermeister. Auf dem Fahrrad, volksnah. Also überhaupt nicht gestellt, das war dort einfach so. Also erstes Aha-Erlebnis. Dann haben wir wirklich sehr, sehr gute Kontakte, Gespräche geführt dort. Er hat mich eingeladen. Wir haben überlegt, was kann Erlangen tun, was brauchen wir. Das will ich jetzt mal etwas kurz fassen. Wir haben auch diese Begrüßungsgeldstelle besucht und es gab ein erstes Gespräch, dann wurden Aufträge zu weiteren Gesprächen ausgegeben und dann gab es ein Schlussgespräch, wo die Ergebnisse zusammengetragen wurden. Es war super. Und dann habe ich kühn, wie ich war, gesagt, Herr Oberbürgermeister, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns in Jena mal besuchen. Das mache ich. Und da habe ich das gesagt, was mir von Anfang an ganz wichtig war. Wir kommen hier nicht
als der reiche Onkel, der da Wohltaten verteilen will, ja? Sondern wir interessieren uns für sie und für das, was wir zusammen machen können, aus einem gemeinsamen Verantwortungsgefühl heraus. Wichtig war, er kam ins Lutherhaus, hat vor 500 Jenerinnen und Jenern gesprochen. Unglaublich bewegend. Und wir haben dann unten im Lutherhaus noch in Arbeitsgruppen gesessen, haben über bestimmte Themen gesprochen. Ich war am runden Tisch zuständig für das Gesundheitswesen hier in Jena. Und dann hat er dazu noch ein paar Dinge gesagt. Wir hatten auch in Erlangen einiges vereinbart. Das war sehr bewegend. Aber für mich so richtig nachhaltig, wo ich selber Mitakteur war, war eigentlich etwas anderes dann. Es war wohl der 15. Februar 1990. Da haben wir dann schon eine große Unternehmerdelegation zusammengestellt aus Erlangen. Das ist ein ganzer Bus an Unternehmern aus Erlangen nach Jena gefahren. Und wir haben uns dann zusammengetroffen im Rathaus oben im ersten Stock. Und ich habe das noch bildlich vor mir. Auf der einen Seite saßen die gesamten Erlanger Unternehmerinnen und Unternehmer, auf der anderen Seite die Leiter der Kombinate und der VEBs. Und nach der Begrüßung, das war damals der Oberbürgermeister Otto, ist man dann rausgegangen in die Betriebe. Und dann war das wirklich Sensationelle, als sie dann wieder zurückgekommen sind nach 3-4 Stunden, als diese Exkursionen waren in den Betrieben, saßen sie dann paarweise da, also nicht mehr getrennt, links Jena, rechts Erlangen, sondern die jeweiligen Betriebe zueinander gehören, saßen nebeneinander. Und es war eigentlich so eine Symbiose, die sich da in dieser Kürze der Zeit ergeben hat, dass es wirklich für mich unglaublich ergreifend und eines der ältesten und tiefgreifendsten Erlebnisse auch der Partnerschaft. Weil man erlebt hat, innerhalb von Stunden im Prinzip, wie aus einer, wenn ich so sagen darf, Frontstellung eine Partnerschaft entstanden ist. Ja, ich war ja in Stadtratssitzung beim Dietmarweg und wir haben die ersten Jahre, den Städteaustausch war immer der OB auch mit dabei, wenn da nichts mehr dazwischen war. Und dort sind wir da aufgetreten und haben in verschiedenen Gesprächsforen oder Vorträgen oder in verschiedenen Gruppen, Rentner, Kinder und, sind wir da aufgetreten. Und da haben wir, ohne dass wir uns da vorher abgesprengt haben, was machen wir denn, ne? Das kam impulsiv und war ehrlich. Auch wenn wir dann manchmal unterschiedliche Erfahrungen hatten, das ging bei uns nicht, wir machen das so und so, dann ist das registriert worden. Das war nicht einmal eine Schlagzeile in der Presse wert. Das konnte man einfach machen. Die Erlanger haben das klug gemacht. Sie haben wirklich unsere Freundschaft gesucht und auch Freundschaft gegeben und natürlich Freundschaft erfahren. Und sie haben gesagt, wir wissen, dass Solidarität wichtig ist, damit ihr den Aufbau schafft, auch in einem geeinten Deutschland. Und dass diese Solidarität eben vor allen Dingen persönlich untersetzt werden muss, aber natürlich auch an der einen oder anderen Stelle eben durch Rat oder materiell. Also heute zum Beispiel bekam ich einen Anruf, über den ich mich sehr gefreut habe, von dem Leiter unseres Hospiz. Vereins. Und der fragt jetzt, ob man nicht vielleicht mit Jena oder mit anderen Partnerstädten Verbindung aufnehmen könnte, um zu sehen, wie dort die Hospizarbeit gemacht wird. Was völlig neu ist. Oder vor ein paar Tagen habe ich einen Kontakt hergestellt zwischen dem Green Office unserer Universität und in Jena habt ihr auch so eins. Also wo es darum geht, wie arbeiten Universitäten nachhaltig, was können sie machen, um Abläufe ökologischer zu gestalten und all diese Dinge. Und das passiert so gut wie täglich, dass einfach wirklich neue Verbindungen hergestellt werden, zum Teil durch unsere Anstöße, was wir im Rathaus und so als Ideen überlegen, zum anderen aber zum großen Teil auch einfach Anregungen und Ideen aus der Gesellschaft.
Und dann waren ja auch immer Fahrten mit der Stadt, ne? Auch am 3. Oktober sind ja dann immer, und es hat sich halt immer mehr entwickelt und auch durch viele Ausflüge gemeinsame und mit Workshops, was die Jenenser gemacht haben. Und wir wollten eben, dass die näheren Kontakte, familiäre Kontakte auch entstehen, dass man halt vielleicht versucht, dass man Privatunterkunft kommt. Und wir haben auch dann die Jenenser, wenn sie hier waren, auch privat untergebracht. Und das ist sehr gut angenommen worden. Und wo wir also sehr angetan waren, dass die Zusammenhänge bei den Mitgliedern intensiv waren und dass sie dann im Garten gegrillt haben und dass das eigentlich fast mehr als bei uns damals, ne? Im Botanischen Garten haben wir sogar, waren wir mit Aktmodels, das wäre zum Beispiel in Erlangen nicht gegangen, die hätten uns sofort, und wir haben da fotografiert, so fünf, sechs, sieben Fotografen und so, ich habe dann sogar oft manchmal so eine Gruppe geleitet. Und dann kamen zwei junge Männer und haben gesagt, ob sie da mit fotografieren dürfen. Habe ich gesagt, ja, wenn sie sich ausziehen, dann waren sie gleich weg. Ich bin als Abiturient in Klassenstufe 12 nach Erlangen mal gefahren. Da waren wir eine Woche dort zu Besuch, haben am Ohm-Gymnasium mitgelernt und Kontakt zu den Schülern gehabt. Das, was heute auch ganz gerne noch gepflegt wird. Das war eine sehr, sehr intensive Zeit, weil es relativ kurz nach der Wende war. Ich habe Abitur 94 gemacht, können Sie ungefähr rechnen, 93, 94 muss der Besuch so gewesen sein. Und das war wie eine andere Welt damals. Sehr, sehr intensiv, sehr prägend, bleibt lange hängen. Trotzdem die gemeinsame Biografie verbindet eben. Auf der anderen Seite, eigentlich waren in Erlangen fast mehr ostdeutsche Professoren, als wir jetzt hier haben, hier in Jena. Und ich komme mit sozusagen Kollegen und Kolleginnen mit westdeutscher Biografie hier auch bestens zurecht. Also, aber ja, die Hintergründe sind unterschiedlich. Vielleicht nivelliert sich das inzwischen leicht ein. Das kann sein, das weiß ich nicht. Also das Schöne ist bei den Partnerschaften, dass manches einfach auch mal eine Zeit lang liegen oder ruhen kann und dann greift man es wieder auf. Und dann kommt jemand auf die Idee, ach, wir hatten doch mal und wir könnten doch mal wieder. Und dann funktioniert es auch. Also wir müssen aufeinander neugierig bleiben. Ne? Mal sehen, wie die mit den Problemen zurechtkommen. Vielleicht können wir gerade im Verhältnis zu den Russen eine andere Rolle spielen als die Franken. Wobei Franken Franken sind und keine Bayern. Das habe ich inzwischen auch gelernt. Und an so einem Beispiel kann man vielleicht auch Gemeinsamkeiten haben. Das heißt, das, was Sie einleitend sagten, eine Universitätsstadt mit einem großen, prägenden Anteil an Arbeitnehmern und großen Firmen, diese Gemeinsamkeit wird so nicht aufrechterhalten bleiben. Jetzt sind viele kleine, wichtige Einheiten. Und da bin ich zum Beispiel auch gespannt, ja? Fällt die Euphorie der ersten Tage ist natürlich vorbei. Das Geschäft as usual hat eingesetzt. Ich freue mich natürlich über die Begegnungen, die wir immer noch, die Traditionsbegegnungen, die wir immer noch pflegen. Jetzt ist ja wieder 35 Jahre. Und das finde ich sehr schön. Also ich stelle mir vor, dass das, was dann immer punktuell mal gelebt wird, Tischtennisturnier, gemeinsames Theaterprojekt, Poetry Slam-Kontakte, dass sowas sich eben dann nicht nur auf die Daten der wechselseitigen Besuche, meistens zum 3. Oktober beschränkt, sondern dass da Vereinspartnerschaften auch unterjährig entstehen. Das kann man schon beobachten. Viele von den Sportlern treffen sich auch unterjährig und machen Turniere miteinander. Das finde ich sehr, sehr gut, wenn das auf kultureller Ebene genauso passiert. Wenn so etwas wie internationale Jugendliche, die sich miteinander austauschen, auf eine stabile und dauerhafte Basis gestellt wird, dann ist das eine tragende Säule der Städtepartnerschaft insgesamt. Sie ist lebendig und sie sollte wirklich lebendig bleiben. Im Interesse beider Städte.
Wir bereichern uns gegenseitig. Zweitens, um weiter mitzuhelfen, dass die Einheit eine echte Einheit auch der Köpfe und der Herzen wird. Ja? Und drittens, um eine Idee auch weiter zu verfolgen, die vor allen Dingen auch Albrecht Schröter immer hatte, dass wir sie für die internationale Zusammenarbeit nutzen. Ich weiß, dass ich im Erlanger Stadtrat mal eine Rede halten sollte zur, zu dieser Partnerschaft und der friedlichen Revolution. Und ich so angerührt war, dass ich nicht mehr weitersprechen konnte. Es steckt in uns drin. Da ist Herzblut drin. Und diese Erfahrung, dass wir es geschafft haben, die Mauer zu überwinden, auch als Städte zusammenzukommen, dass wir uns besuchen können, dass wir miteinander um Lösungen von Problemen gerungen haben. Diese Grunderfahrung hat natürlich auch den Wert der Partnerschaft angelegt. Und dann kamen die Begegnungen auf offiziellen Ebenen oder Bürgerbegegnungen. Und diese Begegnungen haben dazu geführt, dass Menschen wirklich Freunde geworden sind und dass man sich freut, wenn man sich wieder sieht und dass man das Gefühl hat, man ist gemeinsam unterwegs. Das ist sozusagen das Feuer, das da brennt in dieser Partnerschaft. Also unsere Herausforderung muss es jetzt sein, dass wir auch junge Menschen begeistern können. Beim letzten 3. Oktober ist es mit einer ganzen Reihe von Jugendbegegnungen schon ganz gut gelungen. Und da setze ich eigentlich drauf, dass uns das gelingt und auch neugierig zu machen auf unsere eigene Geschichte. Ich weiß das von meinen eigenen Kindern, die sind jetzt 10 und 12 Jahre alt. Und wie ich denen das erste Mal von der Städtepartnerschaft mit Jena erzählt habe, haben sie mich mit ganz großen Augen angeschaut und gesagt, sag mal, warum habt ihr eigentlich eine Partnerstadt hier in Deutschland? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Aber wie ich es dann erklärt habe, habe ich gemerkt, da ist schon ganz viel Interesse da. Und man kann ja an dieser Geschichte wahnsinnig viel zeigen und lernen, wie Dialog entstehen kann, auch in Zeiten, wo sich wirklich unversöhnliche Blöcke gegenübergestanden haben. Insofern glaube ich, da liegt schon eine große Chance, auch junge Menschen zu begeistern, zu interessieren und ihnen Dinge nahezubringen. Ja, nicht zuletzt, Jena und Erlangen sind beides total attraktive und schöne und tolle Städte, in die es sich auch lohnt zu reisen und die es lohnt zu entdecken. Das an sich sollten wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr in den Mittelpunkt stellen.